Heute gucken wir das Video von Juliustus Bambus, Julian Bam, ein Weihnachtsspecial, okay? Weihnachtsmann-Spin-Off. Und ratet mal, wer eine Rolle bekommen hat! Ja! Ich habe eine Rolle bekommen! Ja, und als wen? Wen habe ich gespielt? Knecht Hubrecht! Ja! Ich habe ein Wichtel gespielt. Hallo! Wo bin ich? Ich will kurz mal hier ein Frame. Da! Okay, ich werde jetzt schnell umziehen und dann bin ich direkt wieder zurück. Ja, ja, ja. Boah! 1:1, einfach Wichtel Hubrecht. Hä, warum sehe ich so dumm aus? Weil die Wichtelneulinge heute schon da sind. Santa? Santa? Santa, wo bist du? Wir haben doch nur noch 3 Monate bis Weihnachten. Diese Wichtel, kann man nicht mal ein bisschen Privatsphäre haben? Immer kurz vor meinem Höhepunkt. Boah, das ist krass, weil das alles ADR, ne? Der hat hier nicht geredet. Wenn er gesprochen hätte mit seinem Bart, war das voll vernuschelt, so ein bisschen. Das heißt, er hat immer hier in den Aufnahmen, hat er nur so getan, als ob er redet oder halt so leise. Und das alles wurde danach synchronisiert. K-Drama fühle ich aber auch anders. Guck mal, wie süß die da steht. Santa! Gott verdammt! Deine Führung beginnt. Die Neulingwichtelinnen sind draußen. Was? Komm schnell, wir Wichtel leben nicht so lang. Wichtelneulinge? Als ob die jetzt einfach draufgehen, so in den nächsten 10 Minuten. Antreten, der Boss ist da. Voll Bonke Wichtel Nummer 19. Nummer 17. Oh mein Gott, Santa! Es ist mir eine Ehre, unter Mindestlohn mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm bekommen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Autogramm? Ich habe nicht mal Stift oder Papier. Egal, dann Luft. Hier, du Knecht. Danke. Dumm. Sorry, Santa, ich habe eine Links-Rechts-Hörschwäche. Eine was? Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Ohrorientierung. Bah! Habe ich seit meiner Geburt. Komm her. Wie heißt du, mein Sohn? Ich heiße Ruprecht. Wir haben alle unsere Schwächen. Ich zum Beispiel bin sehr, sehr stark. Aber das ist doch gar keine Schwäche, Santa. Kommt mit. Und das ist unser... Oh, das war so süß. Guck mal, das ist das allererste Mal. Diese Szene ist das erste Mal, dass ich irgendwie geschauspielert habe, so ansatzweise. Und ich war so aufgeregt, weil ich wollte schon immer mal so ein bisschen so schauspielern. Ich stelle mir das immer voll cool vor. Waren halt Leute und so, die haben geguckt und man hat gewartet, so immer, wenn ich was verkackt habe. Was denn hier los? Warum guckt die so verstört, die Paula? Sie schaut straight hier in die Seele rein. Mittagspause ist immer 1 Minute. Oh, das ist doppelt so lang wie in meiner alten Firma. Kommt weiter, ihr Wichter. Ah, das ist so cool. Boah, wie viele Leute das sind. Boah, einfach ein ganzer Raum voll mit Wichtel. Wir heißen Wichtel, mit L am Ende. L, die Eltern, die wir nicht haben. Die Armen, das sind alles Waisenkinder, oder wie? Das sind eure Zimmer. Keine Betten? Besser, Stühle. Betten, das wäre ja absurd. Da könnte sich ja was drunter verstecken. Was denn, Santa? Keine Betten. Punkt. Bestaunt über meine mächtigen Säcke. Sie fassen ein riesiges Volumen und bleiben dabei klein. Hey, Finger weg! Und nun, willkommen im Herbst. Das ist schon sehr süß, der Ruprecht. Das ist echt knuffig. Boah, das ist jetzt schon so krass, ist so krasse Qualität. Also alles hier, die ganze Scenery, also wie das hier aufgebaut wurde. Die haben eine ganze Weihnachtsfirma gebaut. Ne? In 5 Tagen haben die diese komplette Weihnachtsfirma hier gebaut. Herzen von Weihnachten. Oh. Das ist so geisteskrank, das ist einfach geisterkrank. Alles selber gebastelt. Und die ganzen Leute, die auch da waren, wir haben das 5 Tage lang hier in dieser Location gedreht und es waren immer dauerhaft so viele Leute da. Das war echt krass. Und da hatte man auch keine Ferien oder so. Das heißt, Leute sind dann zur Schule gegangen und danach dann hier hin und dann erst spät abends wieder zurück und dann schlafen gegangen, dann wieder Schule. Also waren dauerhaft hier, aber es hat Bock gemacht, hat echt Bock gemacht. Wow! Und wie genau funktioniert? Guck mal, hier sieht man auch noch meine Wunde. Da hatte ich sogar noch die Drähte in meiner Hand. Ich wurde operiert an meiner Hand und da waren Drähte da drin. Das hier alles? Psst, nicht so laut. Was?
Habe ich richtig gehört? Du willst wissen, wie das hier alles funktioniert? Nein, möchte er nicht. Oh. Wichtel-di-buh und Wichtel-di-bapp, wir schuften das ganze Jahr nur für einen Tag. Wichtel-di-buh und Wichtel-di-bapp, unser Leben ist kurz, aber dafür echt hart. Sieh einer an, neue Briefe am Start. Die gleiche Routine Jahr für Jahr. Doch unser Wichtel-Kodex besagt, ein Wichtel beim Schuften sich niemals beklagt. Wer ist dieser Urlaub, den kennen wir nicht. Wir sind unser Leben lang in der Fabrik. Essen und Trinken ist hier tabu, deshalb schaut er die Klum uns ab und zu. Nun gibt es keinen, aber ist voll los. Ey, das ist so cool! Die Bilder sind so unglaublich schön. Auch die ganzen Leute, die da mitgedreht haben, die sind alle einfach hübsch. Das ist krank. Okay, das ist was Wichtel unterlegt. Guck mal, wie schön der ist! Alle sind einfach schön! Wie liegt das an der Kamera oder an den Leuten? Könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Dann bei Seven Birds ist voll kein Plastikmüll. Guck mal, oha, die Maschine da. Und was sie mit all den Briefen so... Was geht hier ab? Dem geht's gar nicht gut. Dem geht's nicht so gut. Der erinnert mich gerade an ein Pokémon, aber ich weiß nicht, welches Pokémon. Sieht voll aus wie der. Guck mal, der guckt auch so in die Kamera. Sortiert sie mit Santas magischer Kraft. Sie schaut, was du böse oder doch brav. Schwarze Briefe kommen rein in den Trichter. Verschwind für immer, hasta la vista. Weiße Briefe machen wir auf und schicken Geschenke zu euch nach Haus. Aber Santa, das war doch erst Stufe 1 von 39. Fröse, bitte weiterarbeiten. Alle wieder ran an die Arbeit. Alle wieder ran an die Arbeit. Ja, genau. Das, was der Lautsprecher da sagt. Manchmal habe ich einfach meinen Mund bewegt, aber ich habe nichts gesagt. Ich weiß selber nicht, warum. Deswegen musste ich auch nochmal zu Ju hin und ADR machen, also so Nachsynchronisation, weil ich manchmal einfach nichts gesagt habe. Hey, Finger weg von den schwarzen Briefen. Wieso? Die sind böse. Versteckt sich da über ein Monster drin? Monster? Wo? Weg damit! Meine Mandeln! Santa? Santa, ja, Spaß. Alles nur Spaß. Monster gibt's doch gar nicht. Oh, oh, oh. Die Mandeln. Das war auch so witzig, ne? Alle Wichteln waren halt auf Knien, ne? Weil wir sollten ja kleiner sein. Und manchmal hatte man halt Knieschoner unter den Hosen, aber wir hatten halt nicht, also wir hatten nicht genug Knieschoner für alle. Also haben manche dann Kissen oder Schuhe genommen. Und hier sieht man jetzt einfach, hier sieht man einfach ihre Schuhe, ihre Crocs und die auch. Unmöglich. Niemand kommt hier hin. Bei dem Sturm schon gar nicht. Nicht aufmachen. Oh, hat aufgemacht. Santa! Ein Vermummter! Habt ihr eine Bleibe für einen Reisenden? Denn es wird allmählich dunkel. Klaus. Klaus? So gut, ich lang nicht mehr. Hallo? Was ist das hier? Klaus? Ich hab Angst im Dunkeln. Ich glaub, da ist etwas unter dem Bett. Au! Oh! Was soll das? Sorry, Santa. Du warst wie weggetreten. Und du sollst mal wieder zum Urologen gehen. Der Nussbeißer. Das ist auch so witzig, ne? Wir waren da irgendwie 30, 40 Leuten insgesamt, ne? Und der liebe Kahn hatte halt Glück, dass er ihn in die Eier beißen musste. Und dann haben alle einfach ihn zugeschaut bei dieser Szene. Wir standen alle um ihn herum und haben geguckt, wie er da in die Eier beißt. Der Arme. Danach hat er richtig Applaus bekommen, weil das war die letzte Szene, die er drehen musste. Vielleicht Antifa? Woher kennt sie meinen Namen? Tut mir leid, alle Zimmer sind belegt. Kommen Sie vielleicht nächstes Jahr wieder? Nein, kommen Sie doch rein. Sie können Ihr Zimmer haben. Aber wo soll ich denn schlafen? Da. Sehr gastfreundlich. Gastfreundlich, ja, genau. Die müssen ganz durchgefroren sein. Legen doch Ihren Mantel ab und vielleicht das Ding da in Ihrem Gesicht. Danke, aber nein, danke. Oh, dann halt nicht. Fühlen Sie sich einfach wie zu Hause. Hier ist jeder willkommen, auch fremde Menschen, von denen man nicht weiß, was sie für Absichten haben. Wir müssen herausfinden, wie der aussieht. Oh, das ist nur mein Handy. Ich werde gerade angerufen. Moment. Schnell ruf mich an.
Das ist schon sehr geil. Scheiße, bringen wir sie auf ihr Zimmer. Ja, ja, sie können auch sicherlich diese Probleme mit den Händen. Sie weiß mal auf die. Hey, ich muss dir unbedingt was Cooles zeigen. Komm mit. Hiervon werden auch die ganze Zeit Edits auf TikTok gemacht, ne? Von dieser Szene. Also durchgehend. Ich gucke einmal auf TikTok und ich sehe wieder so ein Edit von uns beiden. Dein Arbeitsplatz. Wow! Hi, ich bin Ubrich. Schlee! Solange du noch kennst. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Das ist Larry. Der ist ein bisschen komisch, weil er seit Jahren auf seinen Löwenkind-Pullover wartet. Ach, wir haben alle unsere Schwächen. Welche Schwäche hast du denn? Ich habe eine Linksrechtshürde. Nee! Mein Zimmer. Er hat das so gut gemacht, ne? Hand of Lord hat das so gut gemacht. Der war für diese Rolle geboren. Also wirklich, man hat ihm einmal so gesagt, schrei wie ein verrückter Flea. Und er hat es direkt perfekt einfach gemacht. Da ist die Business Suite unter den Wichtelzimmern. Du wirst begeistert sein. Ich habe es selbst eingerichtet. Du hast einen Schlüssel zu meinem Zimmer? Natürlich, der Schlüssel geht für jede Tür. Das wäre die Suite. Willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Das ist übrigens meine Lieblingsecke. Hier bekommt man am meisten Luft. Kein. Die Armen. Die haben Wichtel. Die arbeiten den ganzen Tag und dann sind die einfach im Gefängnis. Bett. Nein, darunter könnte sich etwas Böses verstecken. Aber dafür ganz viele Kleiderhaken für ihre durchnässten Klamotten und ihre Maske. Wichtel 28, hilf unserem Gast doch mal aus seinen nassen Klamotten. Wird gemacht. Was ist? Und die ist auch so süß, ne? Die macht das so gut, die Lina, das ist krass. Was ist denn los? Dieser Mann ist mir unheimlich. Alles in Ordnung, Nummer. Wie heißt du nochmal? Meine Wichtelnummer ist 17, aber mein richtiger Name ist Ludori. So ähnlich wie meine Schwester. Sie ist leider verschollen, aber manche meinen, sie wohnt in einem Wald. Auf einer Brücke. Das glaube ich nicht, denn wer wohnt schon auf einer Brücke? Das interessiert mich nicht, Nummer 34. Nummer 17. Ein Glas Wasser? Ja, gerne. Nicht für dich. Für unseren Gast. Aber das sieht so cool aus. Sieht alles einfach kinoreif ist das. Das ist alles so schöne Aufnahmen sind das alles. Danke. Sehr gastfreundlich, Santa. Wir dürfen ja immer noch Schnee trinken. Warte, ich will nur sein Gesicht sehen, wenn er trinkt. Oh, verdammt. Wie wär's einfach mit Fragen? Santa. Was meinst du? Hallo erstmal. Oder nicht? Woher kennen Sie eigentlich meinen Namen? Sind Sie nicht eine Berühmtheit? Er hat recht. Touché. Was machen Sie so weit draußen, während eines Sturms? Es heißt, dass diesem Ort eine geheime Macht innewohnt, deren Stärke unermesslich ist. Danke, ich... Junge, was ist das für eine kranke Musik und auch die Stimme? Das, Es ist, die machen so gut mit Musik, ne? Die haben so gutes Sounddesign, das ist krank. Ich würde mich selber nicht als so mächtig bezeichnen. Obwohl doch, ja. Ich glaube, er spricht von den schwarzen Briefen. Psst, es geht niemandem was an. Natürlich, die verlorenen Wünsche unartiger Kinder. In den falschen Händen können sie eine große Gefahr darstellen. Gefahr? Dass ich nicht lache. Ich bin das mächtigste Wesen der Welt. Und doch haben sie Angst vor einem Monster unterm Bett. Hallo? Hallo? Schlafenszeit, Kinder. Löscht die Lichter, sonst findet euch der Belzebub. Ich bekomme immer Angst, wenn sie das sagt. Bist ja auch ein Angsthase. Klaus, ich glaube, da ist etwas unter dem Bett. Unterm Bett? Gewiss ein Monster. Monster fressen am liebsten die Schisser. Monster? So ein Unfug. Es gibt keine Monster. Lasst mich am Rand schlafen, damit ihr Schisser schlafen könnt. Danke, Klaus. Boah, der schläft aber gefährlich nah am Rand, ne? Da hätte ich auch ein bisschen Schiss. So, man muss schon ein bisschen so weit von der Kante entfernt, bin ich ehrlich. Du hast wieder weggetreten. Oh.
Fremder, du triggerst Angstzustände in mir. Aus Erinnerungen, die ich längst verdrängt habe. Erinnerungen können trügerisch sein. Ich glaube, ich habe mir alles überlegt mit der Übernachtungsmöglichkeit. Sie sollten besser gehen. Ich gehe erst, wenn ich habe, wofür ich hier bin. Und was soll das sein? Ein schwarzer Brief? Sollten die nicht schon längst aussortiert sein? Was soll ich damit machen, Herr Sitzner? Nee! Dann bringe ich ihn eben selber weg. Ein schwarzer Brief. Der hat mich auch die ganze Zeit angeschrien. Das war so geil. Von unartigen Kindern. Böse. Gehören in den Trichter. Ja, genau. Ciao. Das ist auch geil. Zuerst sollte ich das anders machen, irgendwie, dass ich sage, du gehst jetzt in den Trichter. Und dann meinten die so, mach einmal süß. Und da habe ich Zunge rausgestreckt. War viel besser. Ich fand das irgendwie richtig schwer, hier vernünftig zu schauspielern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war das nicht so mein Tag, aber ich habe das so oft wiederholen müssen. Ich habe übel gechoked. Dieser Wurf ist übrigens voll schön. Guck mal, wie schön der Brief landet. Ciao! Oft habe ich den Brief einfach zur Seite geschmissen, so gegen die Wand und so. Hier, das hier habe ich so oft wiederholen müssen, weil ich es nicht hinbekommen habe, mich vernünftig abzutasten. Dieses. Weißt du, wenn du was verloren hast und dann so tastet. Das habe ich nicht hinbekommen und ich habe da so mies gechoked. Habe ich auch bei diesem Shot noch nicht 100% richtig gemacht. Weil, wegen meiner Hand. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn ich jetzt mit meiner Hand gegen meinen Körper zu hart drücke und dann ist mein Daumen wieder schief. Weil mein Daumen musste die ganze Zeit so bleiben. Ich hatte diese Schiene um meinen Arm, damit mein Daumen sich nicht bewegt. Und wenn ich irgendwie kurz vergesse, dass meine Hand gebrochen ist, dann muss ich wieder operiert werden oder so eine Scheiße. Deswegen hatte ich nicht meinen Kopf beim Schauspielern, sondern ich hatte die ganze Zeit im Kopf, was ist, wenn ich meine Hand zu hart gegen meinen Körper drücke. Nein, das ist eine Autogrammkarte! Da! Santas Autogrammkarte! Hab ich dich! Das war übrigens ein echter Schrei. Also hier, wir haben das so gemacht, bei dieser Szene da, habe ich mich halt da drauf gelehnt, auf dieses Dings da. Und im Trichter war jemand, der mich aufgefangen hat, wenn ich runtergefallen bin. Und hier waren zwei Leute, die haben mich da reingeschubst. Die haben mich an meinen Füßen gepackt und dann hochgehoben und dann reingeschubst. Und dann bin ich da reingefallen. Und da beim ersten Mal bin ich wirklich, wirklich reingefallen. Also das war ein echter Schrei. Das war jetzt, ich bin viel zu tief gefallen da. Unterhose. Wo bin ich? Hallo? Was ist das hier? Was? Ist hier jemand? Was? Was haben die da gemacht? Also ich wusste, dass ich dann besessen werde vom Brief, aber dass es so gefährlich aussieht, das haben die ja richtig krass gemacht mit den Visual Effects. Was zur Hölle? Also hier, ich hatte halt nur, ich saß dann vor einem Greenscreen, oder es war ein Bluescreen, um genau zu sein, weil ich ja grüne Sachen anhatte. Und ich musste halt nur so machen. Ich musste nur nach oben schauen und dann einfach schreien, als ob ich gerade sterbe. Kann ich das gerade leider nicht machen, aber ich hatte keine Ahnung, wie die das bearbeiten werden, aber dass sie das so krass bearbeiten werden, ach du Scheiße, das ist krass. Genug mit den Geheimnissen, zeig mir, wer du bist. Ich kann sehen, ob jemand gut oder böse die Absichten hegt. Ist das eine Drohung? Nein, das ist eine Drohung. Notstrom? Darum sollten sie sich wohl kümmern. Von ihnen lassen sie mir gar nichts sagen. Bleiben Sie schön hier. Nummer 77 behalte ihn im Auge. Ich bin gleich wieder zurück. Alles klar, Santa. Jetzt, wo wir alleine sind, erzähl mir doch mal alles, was du über diese schwarzen Briefe weißt. Was ist los? Was ist hier passiert? Was ist mit dem Strom? Santa, unser Hauptstromnetz ist ausgefallen. Santa, du musst den Strom wieder anmachen. Der Notstromschalter ist unten im Keller. Wieso ich? Na, weil deine größte Schwäche ist, dass du sehr, sehr stark bist. Oh. So gut. Santa ist der Boss. Oh.
Kind in einem Schloss. Selbst die Weihnachtswichte haben Angst, dass er sie boxt. Hallo? Wer ist da? Hey. Hallo, alter Freund. Rob, mein Rentier, mein Löwe, mein Bär, was machst du hier? Ich versteck mich vor meinem Osterlamm. Okay. Es war alles perfekt mit dir. Bis ich eines Nachts neben ihrer Schwester aufgewacht bin. Seitdem kicken die Vertrauensprobleme. Guckt, sie eckt sich gerade wieder ein. Was zur Hölle? Stell dir vor, da ist jemand, der immer deine Apps löscht und so. Blaue Kappe? Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Wir werden alt, mein Freund. Mein Tiger, mein Pferd. Zumindest klappt das noch. Aber wenn du dich richtig verstecken willst, nutz NordVPN. Damit bist du zumindest im Netz sehr viel sicherer unterwegs. Auch sind all deine Daten auf Reisen und im öffentlichen WLAN geschützt. Das klingt richtig und wichtig. Damit könntest du sogar Serien aus anderen Ländern streamen, die es in Deutschland gar nicht gibt. Sogar manche K-Dramas. Oh, NordVPN und ich sind so. Ah, deswegen auch der Eisberg auf dem Logo. Ja, richtig. NordVPN überzeugt außerdem durch seine krasse Leistung und seine ultraschnelle Geschwindigkeit. Höher als bei jedem anderen VPN. Boah, dann hole ich mir das direkt. Warte, benutze einfach meinen Code. Santa de Boss. Ah. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Danke, mein Freund. Mein Bison. Mein Meerrettich. Und noch was. Sprich mit ihr. Ich bin mir sicher, sie remember dein Name. Hä, voll geil. Kurz Gänsehaut-Moment bekommen. Hä? Ich hab Gänsehaut von Werbung bekommen. Geil. Du kommst hier nicht vorbei, denn wir haben uns festgeklebt. Mach Shisha auf für Weihnachten. Was steht da drauf? Stopp das Monster. Du kommst hier nicht vorbei, denn wir haben uns festgeklebt. Ihr dreckigen Schlitzschuss. Der arme Leint. Flieh dir dahin! Flieh dir dahin! Ich hab das doch gedacht! Du kommst nicht vorbei! Nein, Larry, du bist doch gerade erst weiter geworden! Santa, wo bist du? Es geht so schnell, nicht wahr? Dass man die Kontrolle über alles verliert. Und dann wandert man auf einmal völlig allein durch diese Welt und versucht, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Genau deshalb bin ich hier. Dafür benötige ich aber noch etwas von Ihnen. Hab ich leider nicht, sorry, hab andere Probleme gerade. Sie müssen Ihre Angst besiegen, um stark für die anderen zu sein. Wissen Sie nicht mehr? Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Hab keine Angst, Klaus. Ich lass dich nicht allein. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Egal, was passiert, wir halten immer zusammen. Was? Das ist so krass! Das ist ein Film! Was zur Hölle? Ich hab Gänsehaut, Entehaut! Alter, das ist krass! Wie das Ganze aussieht, die Effekte, der Sound, die Musik und dann die Story auch. Der Arme, der hat ja früher Angst gehabt vor Monster, hat sich dann zur Seite gelegt,
Und deswegen hat er immer noch Angst vor Monster, weil einmal was passiert. Ich kack ab. Keine Angst, meine Wichtel. Ich lasse euch nicht allein. Egal, was passiert. Wir halten immer zusammen, Nummer 17. Nummer 17. Oh, weg mit dir. Tag Team Trill. Mary Ace Challenge. Ich mag keine uneingeladenen Gäste. Du bist so früh für Halloween. Das stelle ich dir in Rechnung. Geh zurück in deine Mutter. Santa, nein! Ein Glück, dass ich eine Rüstung trage. Und zwar das neue Eternal God Piece. Frisch aus dem Shop. Oversize, kuschelig warm. Perfekt für die kalten Wintertage. Natürlich nur auf eternalgod.de. Alles andere ist fake. Ah, die machen das so gut mit der Werbung. Die machen das so gut. Meine Brille! Was mich am meisten an dir aufregt, ist, dass du das Video nicht geliked hast. Ich wiege jetzt 40 Kilo mehr. Das Rohr stelle ich dir auch in Rechnung. Schach. Blauer Haken. Nein, das hat mein ganzes Jahresgehalt. $8. Lass meine Wichtel in Ruhe. Schachmatt. Ey, das ist geisteskrank. Das ist ein komplett anderes Level als Videos von Ju, die davor kamen. Dieses Video finde ich bei weitem krasser. Also, es ist echt krasse Produktion. Vorsicht, Tata! Oh, wo sind meine Brüder, wenn ich die mal brauche? Scheiße. Hey, du hässliches Monster! Ruprecht, dieser Knecht. Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Orientierung. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Nummer 17! Hey, du Monster! Hier sind wir! Hey, du Monster! Hier sind wir! Oh, das ist doch gut! Oh, Mann! Nein, hier! Nein, hier! Hier drüben! Willkommen im Herzen! Voll Weihnachten! Und jetzt gib mir meinen Wichtel zurück! Das war auch so geil, ne, diese Szene. Ich wurde halt mit so Schleim einfach angemalt. Ich lag auf dem Boden, ich wurde angemalt. Und es haben so einfach 30 Leute zugeschaut. Es war schon voll spät, irgendwie 1 Uhr oder so. Wie ich da voll gechillt auf dem Boden liege. Was ist passiert? Ich hatte einen Blackout. Alles, woran ich mich erinnere, ist der Blackout. Wie in meinen Träumen. Santa, ich muss dir noch was... Santa! Wie in meinen Träumen. Du hast uns gerettet. Du hast Weihnachten gerettet. Dieser Moment verdient eine Hymne. Aber Santa, wir haben doch schon eine Hymne. Oh. Schnauze! Ey, dieser Song regt mich schon seit Jahren auf. Wir brauchen etwas Neues. Etwas. Etwas wie... Da wieder wie ein Gott ist es Hunter, der Boss. Na, kennt ihr mich doch? Der Banger vom Block in den Trends wieder top. Jede Line so hot, dass sie die Heizkosten droppen. Komme Kopfnicken zu Beat, Red Jeans, Red Jacket und der Beanie voll tief. Alle Teenies verliebt und jeder schickt mir einen Brief. Ey, ich bin 24-7 auf all Screens on repeat. Wenn diese Sonne neue Route einschlagen und dann zu dem Wichtel und mit der Route einschlagen, dann hol ich aus dem Duck die Geschenke raus. Doch noch geht es an die Bar und ich schenke aus. Du brauchst die ganze Mannschaft für das, was Santa alleine als Mannschaft. Hast du diesen Typen ungemein und jeder weiß, dass ich diesen ungemein. Ja, scheiße, ich bin so heftig. Wenn ich es schein, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt. Das ist so geil! Ja. Check
singen alle am Esstisch. Ich will den richtigen Mark Forster, nicht diese Fake-Version. Was soll das? Aber sein Herz wurde gebrochen. Gib ihm noch eine Chance. Haut! Schlingel und Thomas! Der gute Schlingel. Haut, aber Betrüger. Tut mir leid. Erst Stella und jetzt das. Was ein Scheiß-Talk. Warum machst du dir einen Kopf? Aber Thomas sieht echt ähnlich aus. Oder Mark Forster sieht echt aus wie Thomas. Ich sag's euch, die 1 zu 1. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Mit dickem Bauch und Geschenken im Sack. Du siehst einen Schlitten dort im Himmel der Stadt. Lichter flackern so krass durch seinen flatternden Bart. Ich hab meine Nordmantanne in meinem Kopf. Ich hab ne Dior-Handtasche in meinem Kopf. Ich hab eine harte Flamme an meinem Bart. Und Pinot Noir Weinflasche in meinem Kopf. Ha 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 ha. Das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. €1000, wenn du mit dem Song auf TikTok viral gehst. Kein Re-Upload, sondern wenn du auf TikTok viral gehst. Komme zu Fuß mit meinen Nu-Boots, Arschtritt. Jeder, der das hört, kommt auf das immer selber Fazit. Scheiße, er ist so heftig. Wenn ich erscheine, werden alle so hektisch. Check's nicht, echt nicht, tja. Diesen Track singen alle am Esstisch. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Mit dickem Bauch und Geschenken im Sack. Du siehst einen Schlitten dort im Himmel der Stadt. Lichter flackern so krass durch seinen flatternden Bart. Ich wünsch mir Frieden und Wärme und Liebe in jeder Familie. Will gar nichts haben, außer Geduld und die Kraft, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich wünsch, ich wär nicht mehr so lustig. Ich bin Santa, der Boss. Warum machst du dir einen Kopf? Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ja! Auch so eine coole Szene, wie die da alle durch die Stadt laufen. So geiles Bild. Wow! Okay, Santa, ich muss dir jetzt aber wirklich etwas Wichtiges sagen. Santa! Santa! Santa, alle schwarzen Briefe sind weg. So wie das Geld von ApoRed. Was? Santa! Oh Mann, immer wenn ein Joke kommt, kommt nächster Joke. Das ist so geil. Santa! Einer deiner magischen Säcke ist verschwunden. Unmöglich. Niemand kann unter meine Schlüssel... meine Schlüsselkarte. Sie ist weg. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen, Santa. Der Fremde. Er hat mich über die schwarzen Briefe ausgefragt. Und über deine Schlüsselkarte. Was sagst du? Er wollte noch, dass ich dir etwas ausrichte. Es tut ihm leid, dass er dir Angst eingejagt hat. Oh, ich habe heute einfach ein bisschen zu viel K-Drama geschaut. Nein, nicht heute. Er meinte deine Urangst. Wir besiegen das Monster gemeinsam. Erinnerungen können trügerisch sein. Wissen Sie nicht mehr? Egal, was passiert, wir halten immer zusammen. Bis wir uns wiedersehen, Klaus. Dein größter Kampf steht dir noch bevor. Wir müssen den Fremden finden. Er hat die schwarzen Briefe und Antworten. Wichtel, an die Waffen! Fällt aus. Oh no. Anxiety comes up on me. Geisteskrank! Geisteskrank! Is this how it's supposed to feel? Unnormal! Beste Video, was ich in diesem Jahr gesehen habe.
2022. Wirklich heftig, was die da gemacht. Es war wirklich Kinofilm. Also man ist auch so hyped. Man will jetzt, also ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich will jetzt einfach das Video von nächstem Jahr gucken. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit damit. Also, dass es so krass wird. Sowas gibt es nicht mal im amerikanischen Raum. Solche Kurzfilme in dieser Regelmäßigkeit, wie es von Drew gedroppt wird, sowas gibt es nicht mal im amerikanischen Raum. Und wir haben es halt hier in Deutschland for free. Das ist geisteskrank. Das ist echt geisterkrank, sage ich immer. Ey, es war mir eine Ehre wirklich, um da Teil von zu sein, dass ich die ganzen coolen Leute kennenlernen durfte, dass ich da mitspielen durfte. Hat wirklich Bock gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden.